Plupp. Hallo, guten Tag, ich bin's, Ihr freundlicher Bestatter. Wenn Sie sich jetzt bitte auf die Liege legen würden. Ja, wir beginnen mit der Obduktion. Gut, ich bin zu dumm zum Kaffee machen. Ich bin leider zu dumm zum Kaffee machen. Ich mach mal kurz hier. Ich hab vergessen, wie man Kaffee macht. Ich nehme mal hier einen Becher. So. Und stell mir kurz mal hier hin. Denn ich habe echt Lust auf einen frisch gebrühten Kaffee. So, einmal rein da. Weg mit der Kanne. Und dann nehme ich den Becher. Und wie trinke ich denn jetzt? Kann ich den ranziehen? Ich muss mit der Steuerung erstmal üben, Leute. Ihr wisst nicht, wie das ist. Das ist mir im echten Leben noch nie passiert. Ich gehe einfach mal. So, Vase gibt's auch. PS, viel Glück. Viel Glück brauchen wir nicht. Leute sind eh tot. Was soll da schon passieren? Aber wir haben noch gar nicht die Kompetenz dafür. Never ever sind die so leer. Also ganz ehrlich, hier liegen erstmal alte Getränkedosen drin und drei tote Kakerlaken. Harrison Ford, sind Sie es? Es ist Harrison Ford. Die späten Jahre. Einmal rückwärts in den Speisesaal. Kannibalismus. Night Shift. You'll die here. What was that? I didn't say anything. You all right? Yeah, I'm fine. Sorry. Was? Was? Was war das? Hab ich gut gemacht, Chef? Krieg ich Gehaltserhöhung jetzt? Ich wollte übrigens verlängertes Wochenende machen, ne? Über Ostern. Ist das okay? Ich wollte mit meinen Freundinnen zum YouTuber Splishy Splashy Clash. Das ist so ein Event mit voll den geilen YouTubern und da machen die so Schlammcatchen und auch mit See-Through und ne, mit nassen Shirts und so. Wollte ich auch hin mit meinen Freundinnen. Kann ich da vielleicht frei haben? Ist das ein Ja? Typischer Chef. Soll ich die Mutti vielleicht wieder in den Puff schieben? Ich krieg halt keine Antwort von meinem Chef. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich gehe jetzt einfach zurück. Moment. Sekunde. Ganz ehrlich. So setze ich jeden Morgen mein Lächeln auf. In that eye caps to keep eyes shut. Okay, eye caps. Chef, wo sind die eye caps? Chef? Toxische Arbeitsumgebung hier. I can't hold anything else. Ach so, ja. Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly. And it can make them pop like that. Was? Just keep doing your thing. Das soll nicht passieren! Das ist keine normale Sache, die passiert! Das haben wir in der Berufsschule anders gelernt! Jup, jup, jup. Ich kann aber wieder zumachen. Bin sehr guter Mediziner. Ich kann das. Oh, oh Gott, Entschuldigung. Entschuldigung. Du schaffst das. Du schaffst das. Ich mache meine selbstbewussten Sprüche da drin, ne? Aber das ist natürlich nur um meine. Oh, es ist einfach. Oh. Es ist mein erster Tag hier und ich bin das alles nicht gewohnt. Mir ist ein bisschen schlecht. Du schaffst es. Boah, hab ich geschlonzt. Guck mal, Tell you what. What? Why don't you go ahead and head out? I'll take over from here. Are you sure? I just got here. Don't worry. You're doing great. I'll get the last of your paperwork sorted today and call you in for your first shift. Gut, dann geh ich mal. Mach das die Tür. Tschüss. Tschüss, Chef. Okay, cool. Danke, Raymond. Ich darf doch Raymond sagen, oder? Oh, die Vase, ich glaube, die gehört hier hin. I wanted to apologize. You've done a fantastic job. I'm Mr. Two Shades. Yeah, and this is the one song radio station. We're gonna play with this the one song radio station, cause we're gonna play the same song, cause it's all we have the budget for. I'm DJ Two Shades.
Und Okus. The series that does not have bees in it. Long ago, Donald McMullen hatched one simple idea: what if bees were in cereal? An idea that would not be accepted today, or even in McMullen's time, didn't stop him from innovation. Not long after Okus were born with the original recipe of mashed bees and the well-known slogan, it's got bees in it. After multiple records spanning multiple decades, the Oku formula has been adjusted to fit our changing times. We are proud to say that Oku certainly does not contain bees. However, we hold on to our founding slogan to remind us of our rich past. So, wir sind da. Du schaffst es. Du schaffst es. Oh no. Oh no. Ich weiß, das wird alles passieren. Das wird doch alles passieren, oder? Oh Gott, ich will jetzt schon nicht mehr. Ich habe schon jetzt keinen Bock mehr. Aber ich muss doch wissen, wen ich zuerst. Crummy old building. Lock me in here. Scaring the shit out of me. Sag mal, verbrennen wir doch einfach alle Leichen. Los, alle rein da. Bup, 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 machen wir Grillparty. Drogen, schalala. I'm getting out of here. Ciao, Denise. Mach's gut. I don't care how long I went to school. New career path. Fuck this. Ciao. Tschüss, Denise. Mach's gut. Ich bin raus. Mach's gut. Tschüss. Erstmal. Rash am Kopf. Rechte Schulter. Hau ab. Geh weg. Ich seh dich! Linke Schulter. Linker Arm. Linkes Bein. Oh Gott. Oh. Nein, hör auf jetzt damit. Ich hab das gesehen mit der Tür. Lass das bitte. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit für deinen Unfug. Okay, pass auf, Dämon, ja? Es ist folgendermaßen. Besessenheit ist das eine, ja, aber mich bei der Arbeit zu stören ist das andere. Bitte hör doch mal auf damit. Ja, ich muss meine Miete auch immer bezahlen und essen, ja, kann ich jeder wie du im Jenseits rumgruseln und dann ab und zu mal durch die Gegend duseln und so. Wir Leute müssen halt arbeiten, ja, wir müssen irgendwie existieren, bitte respektiere das doch mal. Ich geh da nicht hin. Free Hugs, da geh ich doch nicht hin. Lass mich in Ruhe. Das muss doch jetzt nicht sein. Es ist wie bei der Gamescom. Einfach umarmen. Es ist wie bei der Gamescom. Ja! Ist ja wirklich wie bei der Gamescom. La la la. Sie. Och komm bitte. Hör doch keine Kinderstreiche. Das muss doch nicht sein. Licht ausgemacht, also das ist halt, ne? Da kann nichts schief gehen, Leute. Das ist todsicher, dass hier nichts passiert. Der sah ja süß aus. Der sah ja süß aus. So, Wunder.
Was soll ich dazu noch sagen? There we go. Da hat offenbar jemand seinen Spaß. So, manche Leute müssen hier arbeiten. Ich habe keine Zeit für diesen Kinderkram. Ich komme nicht durch die Tür. Warum komme ich nicht durch die Tür? Ernsthaft? Ernsthaft? Ich komme nicht durch die Tür, weil da unbedingt ein Schatten zu sehen sein muss? Papa, bist du das? Rebecca? Papa, ich muss arbeiten. Ich habe zu tun. Bitte warten Sie kurz auf mich, ja? Ich habe wieder eine meiner Hallus. Okay, die will unseren Körper. Aber nicht auf die gute Weise. Ernsthaft? Willst du was lernen? Dann komm doch raus! Komm doch raus! Ich zeig dir, wie das geht. Dann kannst du mir ein bisschen helfen heute. Ich bin gerade allein auf Schicht, weißt du? Und ich kann echt jede Hilfe gebrauchen. Mein kleiner rotäugiger Freund, hm? Wollen wir vielleicht... Wir könnten Teamwork machen und hinterher gehen wir noch ins Diner. Und ballern uns noch ein paar Burger rein oder so. Na komm, hm? Na komm raus. Gut, kommst du nicht raus. Bleibst halt weg. Hinlegen bitte. Bitte hinlegen. Es geht wieder nicht. Ich muss wieder hingehen. Bitte legen Sie sich hin, Ma'am. Es ist doch keine Zustände hier. Wir sind doch kein Hotel. Bäh! Ii! Damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Okay. Blöde Sau! Hör auf zu flüstern! Oh nö. Oh nö, was denn jetzt? Oh nö. Lass mich doch einfach spülen, Mann. Oh, die Tür ist auch zu. Oh nö. Nein. Nein. Dad, ich hab einen Job. Das ist ja toll. Ich hab's mir überlegt. Ich geh doch wieder raus. Okay. Nein, ich bin pünktlich. Ist doch egal. Ich mache hier meinen Job. Und dann passt das schon. The door's closed. Was machst du denn jetzt? Oma! Omi! Schön, dass du mal reinschaust. Echt? Ich krieg das Fenster nicht auf. Du, ich krieg das Fenster leider überhaupt nicht auf. Oma, du bist doch schon seit... Oma, aber du bist doch schon 20 Jahre tot. Ich freue mich, dass es gut geht. Du siehst gut aus, Oma. Nur sehr wenige Maden. Ja, ja, sehr kalt draußen, ja. Don't you miss me? I bought you something. Das will ich nicht haben. I thought maybe you could slit your wrist for me. Ja, Omi, gerne. Just a little cut. Ja, na gut, das ist natürlich, wenn die Omi fragt. Oh. Rebecca. Was denn? Hab ich gerade gerufen? Uah. Why aren't you coming? Nein, ich will nicht. Ich bin in meinem eigenen Körper und fühle mich hier sehr wohl. Why are you coming? War ich schon immer so eine Bitch? Rebecca. Kommst du mal bitte, Rebecca? Rebecca, in die 27 bitte. Ne. Hallo. Das ist eine schöne Hand.
Ich bleib hier. Warte kurz. One hour later. Hundertprozentig ist das Rebecca. 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 Okay. Ach, das ist unsere Hand, weil ich hier stehe. Ach so. Ach so. Das ist meine eigene Hand. Die ist noch gruseliger als alle anderen hier. Ach so. Der hübsche Franz ist auch wieder da. Der hübsche Franz mit dem leichten Pickelproblem. Och, Franz. Hättest mal Klärsie benutzt. Das ist normales Verhalten. Das ist ganz normal. Das ist der Überdruck, der sich durch Leichengase darin aufbaut. Da passiert sonst nichts. Oh! Oh, wie wird mir? Mir ist Blümeran zumute. Erstmal wieder Käffchen machen. Rebecca, komm down here. Hier oben? Ja. Oh. Oh. Ja. Nö, du. Lass mal. Ich wohne jetzt hier hinten an der Wand. Da ist Feuchtigkeit. Die tut mir gut. Vielleicht stelle ich mich erstmal vor. Hey girl, I saw your profile. You very hot? Wanna bang bang? Oh, I hate you. Why you don't answer me, bitch? Komisch, keine Antwort. Verstehe ich nicht. Dann drehe ich mich doch einfach um. Was soll passieren? Ich sehe doch die Hand. Ich sehe doch die Hand. Ist der süß? Oh, ist der süß? Der ist irgendwie süß, ich weiß nicht. Das war der unten aus dem Keller. Das war der unten aus dem Keller. Oh, wie. Oh, der hat so ein schönes Lächeln. Och nö, bringt ihr mir die Sachen durcheinander jetzt? Was denn jetzt? Hallo, bin zu Hause. Ich war einkaufen. Ich gehe wieder, ciao. Schatz, warte auf mich! Schatz, bitte! Sie hat sehr stark abgenommen, dass ihr durchpasst. Das ist nicht gesund. Oh nein, noch eine Wand! Oh nein, noch eine Wand! Oh Gott, 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 oh Gott. Oh! Herr Terminator, sind Sie's? Und wie verbleiben wir jetzt? Also ich habe Zeit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber... Denise! Was ist das? Das ist von... Hä? Das von einer Katze. Hold a letting strip up while wandering the mortuary. Das sind Katzenkrallen. Warum hat ihr denn... So check regularly. Ein Puma. Once you muss ja alles fürs Klassenfoto auch stimmen hier. Komm. So. Einmal so. Oh, das ist normal hier. In der Gegend haben wir öfter Stromausfälle. Mach dir da mal nicht ins Hemdchen, hm? Das ist ein Spiegel, da kann ich nicht viel machen. Nimm mal Klerasil. Du bist schön. Es kommt auf die inneren Werte an. Instagram entspricht nicht der Realität. Filter machen unsere Gesellschaft kaputt. Und unser Selbstbewusstsein. Ja, Geister, was ist denn los? Danke, Geist. Ich habe bereits zu trinken. Aber danke dir. Geister können auch nett sein, das wusste ich nicht. Na, ja, das geht schon. Die Getränke sind schon okay. Ich danke dir, lieber Geist aus der Anderswelt.
Ja, das war ich. Entschuldigung, das war nicht der Geist. Das war, Entschuldigung. Wow. Hello. Why are you still doing this? I'm going to kill you, Rebecca. Das war Mutti. Das war die Mutti, da muss... Och, nicht schon wieder. Komm, ich mach jetzt hier zu, dann ist... Leute, ich hab hier echt zu tun. Ich kann mich nicht um einen Kappes kümmern. Ich musste gerade aufhören, ich konnte nichts machen. Hat's geklopft? Was? Die Kaffeekanne. Och, das ist doch nicht wahr. Jetzt zieht's doch rein wie Hechtsuppe. What are you doing here? What are you doing here? Ja, was machst du denn da? Ja, was machst du denn hier? Lalalala. So, nichts Neues. Und noch alles sehr ruhig, ne? Ich wünschte, ich hätte das nicht gesagt, aber momentan. Oh, da war grad. Unser Freund war wieder da. Ich hab ihn leider zu schnell gesehen. Oh, schade. So, Suppe rein. Höh! Ach, schön. Die war ja cool. Dann einmal rüber. Ja, bitte? Wir haben keine Termine frei. Keine Termine frei. Hallo? Hallo? Oh. Oh, gut. Hallo? Ach, die haben jetzt hier angebaut. Ja, die Wohnräume sind knapp. Die haben hier angebaut jetzt. Warte, ich versuche was zu verstehen. Mein RTL! Ah, okay, verstehe. Ach, das hier ist Baggy. Ja, das habe ich mir gedacht. Wir wussten alle, wozu das führen wird. Oh, oh, das habe ich mir nicht gedacht. Können jetzt vielleicht... Doch, habe ich. Au! Ha! Oh, das ging schnell. Aber haben wir ein Ergebnis? Wir werden jetzt mal schauen, ob wir den Übeltäter finden. Dazu gehe ich mal hier in meine Applikation, der Taschenanwalt. Wir vertagen das mal. Was war das für ein Geräusch? Ich komme gleich. Ich muss das jetzt machen, ne? Warte kurz. Invidious. Hallo, High Five. Zeig mir dein schönes Gesicht. Right. Ich spiel Tetris. Oh, hallo. Da lief gerade einer durch mich durch. Mann, ich hasse das. Nimm mich doch mal wahr. Ich glaube, mit dem stimmt alle. Ekelhaft. Ich glaube, mit dem stimmt alles. Weil das war natürlich Verrenkung. Das war. Es könnte auch noch Breakdance sein. Muscle Memory nennen wir das, ja? Einmal Breaker, immer Breaker. So. Wenn es nichts fixt, dann macht es hier bestimmt nichts aus. Einmal ganz kurz in den Dämonenkeller.
da. Grüß LeChuck. Ja, bitte. Was denn?